Ich möchte euch hier einen Kurzeinstieg in Bloxcut geben, eine Software, mit der ich ganz einfach dreidimensionale Modelle erstellen kann. Auf der Homepage klicke ich auf den Create Now-Button, um den Editor zu starten. Und das Erste, was ich dort mache, ich klicke hier oben auf den Globus und stelle die Sprache auf Deutsch. Dann werden die Beschriftungen auch angepasst. Und ich zeige jetzt mal, wie ich hier einfach Formen auswählen kann. Es gibt vier geometrische Grundformen, die Kugel, den Würfel, den Zylinder und einen Ring, einen Torus. Streng genommen muss man bei dem Würfel sagen, dass der Würfel eher ein Quader ist. Wenn ich natürlich gleiche Kantenlängen nehme, dann ist das ein Würfel. So, jetzt habe ich diesen Würfel herübergezogen und sehe gar keinen Würfel in der Vorschau. Dazu muss ich erst auf Rendern klicken, dann wird auch die Vorschau erstellt. Und wenn ich jetzt hier auf Zentriert stelle und beispielsweise eine Kantenlänge ändere, muss ich nochmal auf Rendern klicken, dass ich die Änderung auch angezeigt bekomme. Wichtig ist, dass es Transformationen gibt, wie beispielsweise das Verschieben oder Rotieren. Und wenn ich Blöcke aneinander hänge, dann wird das auch alles am Stück ausgeführt. Ich gehe jetzt auf Rendern, da passiert nichts, weil ich um 0 verschiebe. Wenn ich aber hier beispielsweise um 10 in die X-Achse, um 30 in der Y-Achse und um 20 in der Z-Achse verschiebe, dann sehe ich, dass mein Kubus auch an einer anderen Stelle im Raum liegt. In der Vorschau ist wichtig, dass ich mit dem Mausrad heraus- und hereinzoomen kann. Wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte und die Maus bewege, kann ich meine Vorschau drehen. Und wenn ich die rechte Maustaste festhalte und die Maus bewege, dann kann ich meine Vorschau verschieben. Wenn ich das so verschoben habe, dass ich eventuell nichts mehr sehen kann, kann ich jedes Mal mit diesem Fadenkreuz auf Standardwerte zurücksetzen, sodass ich mein Objekt wiederfinde. Dann sollte ich noch wissen, dass ich mir hier oben auch einen Quellcode anzeigen kann, den ich einfach hier herauskopieren und in OpenSCAD, das steht hier oben, oder OpenSCAD hereinkopieren kann. Oder ich kann über die Projekte meinen Code herunterladen oder auch die fertigen STL-Files, die ich dann mit einem Drucker oder einer Virtual Reality-Brille angucken kann, kann ich hier herunterladen. Das schalte ich jetzt erst einmal wieder zurück. Gut, ich muss mich also gar nicht registrieren oder anmelden. Ich kann auch alles lokal speichern, ganz je nachdem, wie mir das gefällt. Ich glaube, als erster Einstieg sollte das reichen. Probiert mal, was ihr mit den verschiedenen Formen und verschiedenen Transformationen für Objekte bauen könnt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Programm.